In Ordnung, Männer! Macht Beute! Angriff! So, ho, ho, liebe Zockerlauncher. Ah, Moment. Ich muss mich noch. Ach du lieber Gott. Kratzen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Northgard-Stream. Leute, irgendwie habe ich jetzt so Narren an dem Spiel gefressen. Es ist ja eigentlich dann doch ganz cool geworden. So, nach den ersten 2-3 Gehversuchen. Und in diesem Sinne, hi Vanessa, hi Fate Guardian, hi Mastrotodoxom 76 oder so ähnlich, hi Raisin 5, hi Paul, hi White Wolf und hi an alle, die noch nichts geschrieben haben. So. Vorbereitung ist alles. Bier ist natürlich auch wieder am Start von Henny. Wo ist eigentlich Henny? Auf jeden Fall heute Presidente aus der Domrep. Ich hätte jetzt aus Kuba getippt. Und es schmeckt aber auf jeden Fall sehr lecker. So. Ich sehe gerade, mein Greenscreen ist immer noch nicht so geil. Aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser wie am Sonntag. Ich krieg das schon bestimmt noch irgendwie hin, aber in OBS ist das irgendwie alles ein bisschen, ja, in dem Fall schlechter. Naja, mal gucken. Gut, wo waren wir denn? Waren wir mitten in der Mission? Nee, ne? Nee, gar nicht. Wir hatten Geschichtsmodus hier, genau. Wir hatten Kapitel 4 beendet und können jetzt hier in Kapitel 5 Strafexpedition starten. Let's go. Oh, Egil. Bonusziele? Ja, was weiß ich. Egil was a fierce, ruthless man. His relentlessness on the battlefield often made his enemies believe he paid no mind to tactics. Granted, he never planned very far ahead, but he made up for it by adapting to any situation, no matter how complicated. It was a good thing too, because our plan was to raid a raven settlement from the sea, claim it, then launch a punitive expedition against Hagen from there. Was geht's? Ich hab mich aufgepasst. Fast bereit. Und fast breit. Oh, cool. Land! Ahoi! Zieht eure Äxte und macht euch bereit! Ihr seid doch nur alleine auf dem Boot. Mit wem redet ihr dann? Yeah! In Ordnung, Männer! Macht Beute! Angriff! Krass, was für ein großes Land. Also, großer Sektor. Ha! Hier, bitte! Dieses Gebiet wird jetzt von uns kontrolliert. Krieger! Wir sind hier, um diesem Dreckskerl Siedler 5 Spieler Hagen auszudingsen. Doch wahr. Aufzustöbern. Und fertig machen. Yeah, ich werde mich rächen. Let's go. Bla bla bla, komm, lass uns spielen. Wir werden die ihre Gebäude beanspruchen. Mach mal. Ich verstehe ja, was ihr sagt, aber die brennen alle. Nun ja, das war wohl kein Schaden. Außerdem habe ich Kohldampf. Okay. Leute, die Gebäude brennen. Oh. Ja. 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 Kann ich noch mehr rumfahren? Hier. Ja. Du kannst mal hier reparieren gehen. Der Clan irgendwas. Haben wir noch mehr? Ihr seid. Ich kann direkt. Neun? Schon viel, ne? Das macht sicher Sinn am Anfang. So. Komm hier schnell, bevor alles niederbrennt. Auf geht's. Was haben wir denn hier stehen? Speerlager, okay, ist wichtig. Ausbildungslager, Axtwerferlager, warum nicht? Da haben wir noch einen Helden stehen. Du hast nichts zu tun, dann wirst du mal Speer. Okay.
haben wir hier? Eisenmine. Da ist Eisen. Alles klar, wo ist der Holzfäller? Hier. Der ist sogar schon ein bisschen ausgebaut. Heilerhütte, wichtig, ja, wichtig, wichtig, haben wir gelernt. Und Schild, okay, was bist du? Schmiede, das ist jetzt alles mal nicht so wichtig. Guckt mal, dass ihr Holz fällen geht. Und dann ist die Frage, ich habe ja nirgends so was zum Beißen, ne? Wir sollten dieses Gebiet besiedeln. Hier gibt es Schafe. Wir können sie als Nahrung schlachten. Ja, okay, wir haben aber... Es wird verteidigt. Warte mal. Also, dann brauchen wir auf jeden Fall mal hier. Und ihr macht auf jeden Fall mal gleich mal hier. Diesen hier. Na, los. Gut, dann können wir den Sektor einnehmen. Prima. Da rennen noch Schafe rum. Einen habe ich noch frei. Hier, du. Warum kann ich nichts bauen? Gebäude in diesem Kapitel nicht verfügbar. Was haben wir hier? Bald werden Soldaten an eurer Küste landen. Ist das gut oder schlecht? Wahrscheinlich ist das schlecht. Gut, wir kriegen ja dann gar nichts zu essen, ne? Also, du hast nichts zu tun, dann gehst du hier rein. Haben wir nicht einen Heiler da reingeschickt? Irgendwie nicht. Ja, kacke, ich krieg doch gar nichts zum Essen. Was können wir hier? Ruinen? Okay, dann Speer, mach doch erstmal die Ruine hier. Die Schafe? Ja. Tust du die dann schlachten oder wie läuft das? Ja. Aha. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Gut. So kriegt man auch Nahrung. So, dann werd du Heiler. Und hast wahrscheinlich direkt Arbeit, ne? Ja, okay. Läuft. Wir können Nahrung. Das macht sicher Sinn in unserem Fall. Neuer Titel Tane. Geht damit auch irgendwas? Rekrutierung. Beschleunigt das Bevölkerungswachstum permanent. Ist das gut? Wahrscheinlich. Oh, cool. Da geht's gleich weiter. Prima. Okay. Ja, Männer, wir werden... Wir sehen gar nicht, wann wir angegriffen werden oder ob. Hier fehlt noch einer, ne? Das macht sich ja... Nee, halt, da fehlt keiner. Doch. Klar. Du da rein und dann nehmt ihr mal hier noch diesen Wolf auseinander. Ein Hai-Hase übrigens. Grüß dich. Hierhin. Ey, wir bräuchten vielleicht auch noch einen Speer. So, irgendwo haben wir noch ein Schaf, ne? Die können wir ja dann alle... Oh, wir sollten sie jetzt schon schlachten. Schädlingsbekämpfung. Nahrungsgelus erhalten ein... Kaminplatten. Feldration. Nahrungsverbrauch militärischer Einheiten. Ja, nehme ich. Es geht hier nur über Nahrung. Hier, komm, nimm mal hier oben ein. Und ihr schnappt euch den nächsten. Aber Schafe, bleibt doch bitte hier.
Hahaha. Gut. Da freuen sie sich. Jo, Speer, auf. So. Was habe ich jetzt getan? Ich bräuchte Häuser. Jetzt geht doch der Mist schon los. Wie kriege ich denn Häuser, wenn ich... Ich kann das auch nicht aufbauen, ne? Was haben wir denn hier? Der Wolfsbau, der sollte natürlich auch weg. Nach Möglichkeit. Komm auf. Drauf jetzt. Holen wir uns. Ja, aber das hält mich scharf technisch. Ist ja nicht so, dass die jetzt noch irgendwo... Giftsumpf? Was bringt mir das denn noch? Kann ich... Wie kann man... Shit, ich weiß es nicht. Wie kann man denn noch... sonst noch Nahrung bekommen? Wir haben jetzt noch zwei Schafe. Ist nett, ja. Oh, guck mal, ihr seid fertig. Dann könntet ihr... Was passiert denn jetzt? Ich habe schon länger nichts mehr von dem Außenposten oben im Norden gehört. Das gefällt mir gar nicht. Liv, macht euch zur Abwechslung mal nützlich. Webt einen Söldnertrupp, werbt einen Söldnertrupp an, der Angelegenheit nachgeht. Okay. Ach, die in den Farbtopf gefallene. Seid ihr taub? Wie ihr meint, Meister. ...32 Monate bis zum Söldnertrupp eintrifft. Aha. Ihr solltet euch auf den Winter vorbereiten. Ja, das macht die Sache nicht besser ohne Nahrung. Könnt ihr nicht auch irgendwie was anderes tun? Seefahrer kämpfen für Ruhm. Für Wissen. Was bringt mir eigentlich Ruhm? Dorfbewohner produzieren auch ein bisschen Essen, wenn ich sie nicht arbeiten lasse. Hä? Das ist ein unbewachter Außenposten. Es juckt mich den... Gibt's da Essen? Es juckt mich in den Äxten, sagt er. Er hat Verteidigungstürme. Und ich würde ja hier, Holzfäller, ich würde ja hier auch nichts Nahrung. Das bringt mir nichts. Oh, Siedler 5 Spieler. Toll. Oh oh. Jetzt wird das mit dem Essen natürlich richtig uncool. Oh nein, sie hungern. Pass auf. Heiler, Kaminplatte. Nahrungssilos. Ich habe keine Nahrungssilos.
dann machen wir jetzt hier weiter. Ne? Und schlachten ein Schaf. Ach man, wenn ich einen Marktplatz oder so hätte, aber das habe ich ja auch nicht. Oder? Schmiede. Schildknappenlager ist toll. Speer, ja. Ausbildungslager. Axtwerfer. Das ist nur ein Haus. Heilerhütte. Eisenmine, die bringt uns jetzt auch schon gar nichts mehr. Was haben wir denn eigentlich hier? Wir haben am meisten Ruhm. Erhöht euren Ruhm und werdet König von Northgard. Okay. Hier steht in neutraler Beziehung. Okay, wir sind noch keine Feinde momentan. Aber ich habe schon wieder nichts zu essen. So, jetzt haben wir auch keine Schafe mehr. Irgendwas habe ich nicht verstanden wahrscheinlich. Jetzt könnten wir natürlich den Sektor hier platt machen. Ey, wieso seid ihr nicht alle geheilt? Was ist denn da los? Was macht denn der Speer hier? Dich will ich ja gar nicht haben. In der Einzelgruppe. So. Das Nahrung? Aha, kämpfen gibt Nahrung. Okay. Cool, dass wir das jetzt auch wissen. Vor allem, dann hätten wir die Wolfshütte hier nicht platt machen sollen. Weil dann wären ja immer wieder Wölfe, so wie hier. Also kriegen wir durch Kämpfen Nahrung. Alles klar. Cool. So, hier würden wir Schafe kriegen. So viel Nahrung haben wir aber nicht, ne? Wir packen mal auf. Wir packen hier mal noch einen Heil rein. Und der andere, der nichts zu tun hat, du wirst mal Axt werfen. Irgendwie. So. Weil wir müssen jetzt fighten, Leute. Geht's euch gut? Euch geht's gut? Auf geht's. Ups. Jetzt geht es wieder mit der Windows-Taste los. Prima. So, das wäre natürlich ein lohnender Sektor hier. Aber das ist auch ein Schaf. Aber interessant, jetzt mal einfach mal irgendwas killen. So. Geht's euch noch gut eigentlich schon? Komm, wir mähen noch ein bisschen weiter. Sind da ja keine Gegner. Boah, ich hasse Nebel und Regen in dem Spiel. Das ist ja furchtbar. Hagen ist nicht da. Wir sollten das Übernachtungselement möglichst lange warnen. Was? Überraschungselement. Okay, was haben wir hier? Vor allem, wie geht's meinen Truppchen? Hallo? Nicht das Gemeindehaus, ich will meine Truppen. Macht Dorfbewohnern zu Schmieden, ihr könnt bessere Werkzeuge, bessere Waffen und legendäre Relikte schmieden. Komm, du gehst jetzt mal da rein. Einfach damit alles besetzt ist. Noch einmal. Dann kommt der Angriff.
26 Monate dauert noch. So, was kann ich hier tun? Aha. Aha. Bergarbeiter. Was? Keine Nahrung? Habe ich jetzt mittlerweile ein Schaf? Nee. Mach mal. Heiler um 15%. Sie produzieren zudem 15% mehr Nahrung. Sie produzieren Nahrung? Mach mal das. Heiler produzieren Nahrung. Wenn sie nicht heilen, sammeln sie. Dann geht jetzt einer von euch zurück und du wirst heilen. Weil da geht noch einer rein. So Leute, geht mal auf Beutezug, wir brauchen Essen. Flott. Ihr könnt ja immer stehen bleiben, ne? Beziehungsweise ihr könnt immer da drüben jagen gehen. Ey, was kostet der Sektor? 140 sind wir. Ja. Cool. Jetzt weiß ich auch nicht. Also wir minus 4, das geht ja noch. Heiler machen plus 12, okay. Alles anders bei dem Volk. Mehr kann ich nicht tun. Hier ist einer fast tot. Du kannst mal weglaufen, bitte. Hey, wir haben gerade sogar plus 1. Weil wir wieder einen Dorfbewohner haben, ne? Mhm, verstehe. Mhm, mhm. So, Schmiede. Was kann man jetzt noch Gutes tun? Hier, machen wir Seefahrer. Was können wir hier Gutes tun? Schaltet den Leuchtturm frei. Kann aber keinen Leuchtturm bauen, ne? Kriegsbeute. Dann schandelt Handelsrouten beim Handelsposten frei. Komm ja immer das Wesen. Verringert die Verluste bei der Produktion von Nahrung im Winter. Ist gut. Wir nehmen das. So, können wir jetzt hier... Richtet einen Leuchtturm. Toll. Mist. Da kommen Wölfe. Schlachtet sie. Problem ist, ich kriege jetzt zwar dadurch ein bisschen Nahrung, aber so wirklich kommen wir damit ja auch nicht aus dem Quark. Und hier braucht Eisen und Geld. Eisen hätten wir jetzt noch 5. Schmiedegeschwindigkeit ist mir egal. Bergarbeiter habe ich keine mehr. Speer, entdeckt neue Gebiete. Wahrscheinlich eh fast alles entdeckt. Holzfäller bringt mir nichts mehr. Erhöht die Baumreparaturgeschwindigkeit. Hm.
Ach. Shit. Kriegsmeute. Dafür habe ich jetzt... Was ist denn das jetzt denn? Ein Bug. Habe ich jetzt kein Eisen mehr. Toll. Shit. Hi Flo, übrigens. Puh. Stop. Du kannst dann dich auch wieder zurückverwandeln eigentlich. So. Wir checken dann nochmal. Wir brauchen Nahrung. Dringend. Dann hauen wir die Siedler 4-5 Spiele um. 4-5-5. Der Sektor auch so teuer. Ach, den kann ich gar nicht einnehmen. Schon uncool, ne? Hau mal halt die Wölfe hier auch noch weg. Zurück. Ich hätte den hier hinten nicht einnehmen dürfen. Ich hätte den einnehmen müssen. Das ist genau falsch gemacht. Egal. Wir haben Winter und wir haben Nahrungsplusproduktion. Das ist mal gut. Dafür, dass wir keine Nahrung produzieren. Top. Dann könnten wir ja vielleicht doch noch den Sektor schaffen. Jetzt haben wir minus 8. Ah. Kill mal wieder ein paar Wölfe. Auf geht's. Heil dich. Der hier wäre auch interessant gewesen. Was kostest du? Auch 140. Ja, gerade egal, welchen ich einnehme, ne? Oh, das reicht. Schnell, holt ihn euch. Cool. Haben wir noch einen Speer? Nee, ne? Halt nicht Krieger werden, Speer. Auch wenn's. Ein Schaf können wir schlachten. Schnell. Gut, Speer, hier. Erkundet das Ding mal. Und der Angriff ist noch 18 Monate weg. Ja, was ist denn eigentlich das Ziel? Das abwehren und dann habe ich gewonnen, oder wie? Sonst ist hier nichts, ne? Hier warten Schätze auf euch. Nur Speer und bla, okay. Bla, bla, bla. Was ist dein Lieblingsvolk in Siedler 4? Immer noch die Römer. So, jetzt müsstet ihr ja schon hier geheilt werden, weil es jetzt mein Sektor ist, ne? Bingo. Beim Heilen produziert ihr halt keine Nahrung. Auch verstanden. So, dann müsste das jetzt aber eigentlich ja wieder, genau, ins Plus gehen. Okay. Alles klar. Habe ich gekriegt? Kohle und Ruhm. Gelehrsamkeit. Erhöht die Meister der leeren Produktion um 40%. Erster gemeißelter Stein gratis. Das bringt mir alles nichts.
macht das schon mehr Sinn, weil wir hier viel kämpfen müssen. Ich habe eigentlich schon völlig falsch getaggt. Wie sie sich freuen. Das kostet ja 170 mittlerweile. Ach so, umso mehr Sektoren, umso teurer. Okay, macht ja auch Sinn irgendwie.